Wo steht Berlin? Es ist schon eingeführt worden, aber diese Zahl fehlte jetzt noch. Die Städte sind nämlich nicht nur groß nachgefragt und die meisten Menschen werden in Zukunft in den Städten leben, sondern sie verursachen auch gleichzeitig die meisten Treibhausgase, die meisten CO2-Emissionen. 70% der Emissionen gehen auf die Städte zurück. Sie sind also die zentralen Verursacher. Und sie sind aber nicht nur Verursacher, sondern sie sind auch gleichzeitig Betroffene. Den Klimawandel, Sie haben schon verschiedenste Dinge davon gehört und Sie kennen auch die ganzen Stürme weltweit, aber auch uns in Berlin wird das betreffen und mal zwei zentrale Punkte hervorgehoben. Die Tage werden heißer, es wird viel mehr heiße Tage geben. Das Entscheidende ist, dass es auch viel mehr heiße Nächte geben wird. Das wird insgesamt auf unsere Gesundheit durchschlagen und das sind Zahlen, die wir schon heute messen und beobachten können. Das wird in der Zukunft zunehmen. Und ein anderes, das sind ausgewählte Extremwetterereignisse. Wir haben hier ein zweites auf der Folie, das sind die Starkregenereignisse, die auch deutlich zunehmen werden. Und das wird ziemlichen Stress für unsere Infrastrukturen bedeuten, Kanalisation, Trinkwasser etc. Das ist was sich dann aber nicht nur negativ darstellt, weil was wir in den letzten Jahren gelernt haben, als wir uns immer mehr mit den Städten befasst haben und was im Übrigen durch die Machbarkeitsstudie, die wir erstellt haben, einen ziemlichen Sprung in der Debatte auch nach vorne bekommen hat. Da hat Berlin schon mal ein bisschen Vorreiterqualitäten zeigen können. Wir haben nämlich zunehmend in den letzten Jahren festgestellt, dass die Städte nicht nur Energiesenken und Energieverbraucher und Verursacher sind, sondern sie sind ein ganz zentraler Bestandteil der Lösung. Ja, die komplexe Energiewende braucht die Städte als maßgebliche Komponente. Und das entdecken auch immer mehr Städte und trauen sich deshalb auch ambitionierte Ziele zu formulieren. Sie haben hier weltweit ein paar Städte, die Ziele formuliert haben mit unterschiedlichen Zeithorizonten. Deswegen die kleinen Zahlen sind dann die Zeithorizonten, deswegen passen die nicht alle ganz zusammen. Ich will mal Kopenhagen hervorheben, die sich als Vorreiter hier in Europa vorgenommen haben, bis 2025 komplett klimaneutral zu werden. Und dieses Ziel haben wir uns und auch andere Städte in Deutschland auch vorgenommen, Klimaneutralität, aber bis 2050. 2025, das werden wir nicht schaffen. Aber bis 2050 sind da einige Städte dabei. Insofern, dass Städte Teil der Lösung sind, das macht sich so nach und nach breit. Wir haben eine nicht so ganz einfache Ausgangssituation, weil bisher sind wir bei einigen Faktoren noch ein bisschen hinten dran. Hier sind zwei aufgeführt. Das eine ist der Anteil der erneuerbaren Energien, wo Berlin noch ein bisschen unterdurchschnittlich unterwegs ist. 3,6% ist nicht sonderlich viel. Das heißt im Umkehrschluss, der Rest ist noch fossil. Aber Sie sehen an den wachsenden Blättchen, die Dynamik nimmt zu. Und wir haben hier durchaus eine ganze Menge Potenziale, auf die wir setzen können und die auch von uns adressiert werden in den Maßnahmen. Das heißt, wir sind hier sehr hoffnungsfroh, dass wir weiter nach oben kommen. Wir haben, das ist schon mal so ein Blick in Richtung private Haushalte, wir haben auf der anderen Seite das Problem, dass unser Stromverbrauch stetig steigt. Sie alle haben immer mehr Geräte. Die sind zwar effizienter, aber insgesamt haben wir mehr Geräte. Und insofern wird auch insgesamt ein bisschen mehr verbraucht. Das ist was, wo wir ran müssen, wo wir auch eine ganze Reihe von Maßnahmen haben, um das runterzukriegen. Was wollen wir also? Was will Berlin? Berlin hat politisch sich darauf festgelegt, klimaneutral zu werden. Das bedeutet, in Zahlen ausgedrückt, die CO2-Menge, die wir heute haben, die soll runter auf die kleine weiße Wolke, 4,4 Millionen Tonnen. Wir sind, wenn Sie die drei Zahlen daneben mal angucken, auf einem ganz guten Weg. Bis jetzt -30% geschafft. Jetzt fehlen so ein paar Detailzahlen um die 2012 herum. Da würde man sehen, dass es in den letzten Jahren so ein bisschen stagniert hat, ein bisschen geschwankt hat. Also der Weg nach unten ist ein bisschen ausgebremst. Das zeigt uns ziemlich deutlich, dass wir hier Maßnahmen ergreifen müssen, um wieder auf den Zielpfad zurückzukommen. Und der lautet bis 2050 -85%, die wir erreichen wollen. Klimaschutz wird was kosten. Das ist natürlich auch ein Zielkonflikt bei knappen Kassen. Aber das ist ein Bereich, der im Unterschied zu vielen anderen auch ziemlich viel bringt. Ja, Sie haben sehr viele Investitionen, die in den großen Herausforderungen unserer Zeit, die teilweise schon genannt wurden, einfach gemacht werden müssen. Und da haben Sie nur Kosten. Im Bereich Klimaschutz haben Sie die Möglichkeit, dass da wieder was reinkommt. Wenn wir es nicht machen, wenn wir keinen Klimaschutz machen, haben wir trotzdem den ganzen Schaden. Also der Klimawandel verursacht auch einiges an Schäden. Da ist mal als Vergleichszahl, sind die 10 Milliarden hier genannt. Das ist eine Einschätzung für potenzielle kumulierte Schäden durch den Klimawandel. Also wenn man nichts macht, dann hat man diese Schäden, dann bleibt man drauf sitzen. Was wir im Moment machen, ist, das hat die Grafik davor gezeigt, wir benutzen ja überwiegend fossile Energien und dafür zahlen wir. Das Geld fließt aus Berlin raus, es fließt auch aus Deutschland raus, es fließt ins Ausland.
Das sind die Ausgaben für importierte fossile Brennstoffe, Stand 2012 oder mit den letzten verfügbaren statistischen Zahlen. 3,3 Milliarden Euro geben wir dafür aus. Und das ist eine Größenordnung, mit der wir gedanklich hantieren können, die wir in Klimaschutz investieren können. Das ist etwas, was wir durch Einsparungen in diesem Bereich hinkriegen wollen. Die Machbarkeitsstudie ist erwähnt worden, weil die spannende Frage, nachdem die Politiker, muss man mal lobend sagen, die Politiker waren so mutig und haben das Ziel 2011 festgelegt, wussten aber noch gar nicht so richtig genau, ob das auch klappt. Die haben eine Machbarkeitsstudie, der Name ist ein bisschen irreführend, weil wir damit gleichzeitig Szenarien und eigentlich auch eine Leitbilddebatte angestoßen haben. Wir wissen also durch diese Studie, dass und wie es möglich ist. Das bietet eine wichtige Orientierung und Sie sehen hier, für die verschiedenen verbrauchenden Sektoren, Verkehr, Haushalte, Wirtschaft, Gebäude, haben wir das einzeln durchgerechnet, in allen einzelnen Bereichen durchleuchtet und auch da schon intensiv diskutiert mit vielen, vielen Vertretern in vielen Veranstaltungen. Das ist also nicht nur akademische Schreibtischarbeit. So, wie wollen wir aktiv werden? Die Arbeit im letzten Jahr war, dieses Programm zu erstellen, gemeinsam mit vielen Akteuren, nicht mit Ihnen allen. Sie konnten nicht alle dabei sein, Sie hatten online die Gelegenheit, wir waren auch online damit aktiv. Sie sehen hier die vielfältigen Veranstaltungsformate, die wir hatten. Und das Ziel ist jetzt, dass wir unsere Arbeit damit beenden, dass wir die Empfehlungen, also ziemlich durchdiskutierte, abgehangene und durch Schwarmintelligenz angereicherte Maßnahmen am 1.12. dann Herrn Geisel übergeben, dem Regierenden übergeben und das dann hoffentlich in Politik, in politische Maßnahmen mündet. Wir haben, auch das ist schon angesprochen worden, wir haben keine Wunderwaffe. Es lässt sich nicht alles in einem Gesetz regeln. Das ist genau die richtige Aussage, weil wir nicht einen ordnungsrechtlichen Hebel haben. Das wäre auch völlig falsch. Wir sind in der Pflicht, in allen Bereichen zu agieren. Es passiert auch schon wahnsinnig viel. Es hakt an sehr vielen Stellen und deswegen müssen wir mit sehr vielen Maßnahmen differenziert darauf reagieren. Deswegen haben wir einen Maßnahmenmix aus einer Auswahl von Instrumenten, die hier aufgezeigt ist. Das heißt, wir müssen Wissen vermitteln, wir müssen kommunizieren, wir müssen langfristig denken. Herr Schneidewind hat das sehr gut dargestellt. Wir müssen langfristig investieren, das heißt Bildung betreiben. Wir müssen aber auch kurzfristig dieses Wissen an die Männer und Frauen bringen, die sanieren wollen. Wir müssen beraten, und zwar zielgruppenspezifisch. Da gibt es viele differenzierte Maßnahmen, die wir da vorschlagen. Anreize setzen, aber nicht nur alleine. Der Bund macht da schon viel. Wir müssen die richtigen 50 Cent pro Maßnahme, pro Einheit an der richtigen Stelle draufsetzen, damit in Berlin was passiert, damit wir viel von den Bundesmaßnahmen abgreifen. Hemmnisse abbauen, die gibt es natürlich auch in Berlin, und die öffentliche Hand als größter Nachfrager muss hier vorangehen und Märkte anschieben. Berlin hat, wir haben vorhin ein paar Zahlen gesehen, die nicht so ganz rosig aussahen. An anderen Stellen ist es ganz schön rosig, was in Berlin läuft. Das heißt, wir haben sehr viele Trends und Potenziale, die in diese Richtung unterstützend wirken. Sie haben vielleicht schon oft gehört, dass Berlin Hauptstadt für dieses und jenes ist. Nicht nur Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, sondern Hauptstadt der KWK-Nutzung, Kraft-Wärme-Kopplung zum Beispiel. Wir gelten auch als Gründerhauptstadt, wir gelten als Silicon Valley. Das sind zwei Bereiche, die für das Gelingen der Energiewende in Zukunft ganz, ganz wichtig sein werden. Wir haben umweltfreundliche Mobilität, wichtige Bausteine. ÖPNV ist schon gut, kann noch besser werden, ausgebaut werden. Radwege sind gut, können in Richtung Kopenhagen, Amsterdam ausgebaut werden. Carsharing, Elektromobilität sind hier Schaufensterbereiche. Wir gelten auch als Hauptstadt des Carsharings. Das sind alles Bereiche, die wir mit den Maßnahmen gezielt versuchen, weiter anzuschieben und zu entwickeln, weil das wichtige Bausteine sind. Und ich habe das Thema Gründung schon angesprochen, auch IT ist wichtig. Wir sind auch ein wichtiger Wissenschaftsstandort. Wenn man das alles zusammenbringt, die Kreativwirtschaft noch dazu, damit es Spaß macht, damit es bunt wird, damit interessante Projekte rauskommen, dann hat Berlin hier, glaube ich, sehr gute Bedingungen, um vieles zu entwickeln. Mal übersetzt diese Maßnahmenvielfalt auf das Handlungsfeld private Haushalte, was wir heute ein bisschen diskutieren wollen. Was haben wir da vor? Sie kennen vielleicht noch diesen Terminus Abwrackprämie, der war als Konjunkturspritze gedacht und ökologisch nicht so sonderlich sinnvoll. Wir haben das für diesen Bereich ineffiziente Haushaltsgeräte vorgesehen. Das macht ökologisch mehr Sinn. Information ist ein Instrument, informative Energieabrechnung. Sie alle kennen Ihre Energieabrechnung, wo Sie herzlich wenig daraus ablesen können. Das kann man viel informativer gestalten, wo Sie selber auch einen Anreiz drin sehen. Der energetische Mietspiegel ist dabei. Das, was da unter dem Strich steht, ist, stimmt die Animation nicht so ganz. Aufsuchende Beratung in Einfamilienhausgebieten zum Beispiel, ne? Ist nicht durchgestrichen, sondern ist einfach nur nach unten gerutscht. Ist eine ganz wichtige Maßnahme.
Und das ist jetzt ganz schön, das besonders hervorgehoben, ganz unten steht, wir haben auch Maßnahmen mit reingenommen. Unser Auftrag war ja eigentlich, Klimaschutzmaßnahmen zu formulieren. Uns ist klar, wir müssen an die Zielkonflikte ran. Deswegen haben wir ins BEK, ob die da stehen bleiben, weiß ich nicht. Aber wir haben schon mal reingeschrieben, wir müssen an sowas wie Sozialverträglichkeit mit ran und haben dazu Maßnahmenvorschläge mit reingebaut. Wir müssen auch die Frage der Baukultur mit die erhaltenswerte Baukultur in Berlin, das Gesicht Berlins muss geschützt werden. Wir haben dazu Maßnahmen vorgeschlagen, wie man das zusammenbringen kann. Das ist also da schon mit drin. Es sind viele beteiligt gewesen, das habe ich gesagt. Und ich will ein paar Mal hervorheben, weil die auch dafür stehen, wie viele in der Stadtgesellschaft schon unterwegs sind. Das ist beispielsweise beim Volksentscheid sichtbar gewesen, dass sich dort viele Bürger schon einbringen. Es sind aber auch von Mietervereinen, Wirtschaftsverbänden und Umweltverbänden viele in Allianzen schon unterwegs, die sich hinter dem Ziel versammeln, die sagen, wir wollen das und die auch mit konkreten Maßnahmen bei uns in der Debatte involviert waren und sich eingebracht haben. So, Sie selber haben sich auch schon dazu geäußert oder zumindest Menschen, die sich im Online-Portal mit eingebracht haben. Berlinerinnen und Berliner fordern als Mieter einen besseren Schutz vor den Kosten energetischer Sanierung. Da sehen Sie schon mal einen so einen Zielkonflikt, den wir aber auch adressiert haben. Sehen in klimarechter Bauweise große Potenziale, wünschen eine weitere Stärkung des ÖPNV und Radverkehrs, unterstützen höhere Steuern für nicht klimaneutrale Unternehmen und strengere Umweltstandards. Das kann Berlin sicherlich nur zum Teil adressieren, aber Sie sind da schon an Diskussionspunkten dran, die sicherlich gleich aufgegriffen werden. Insgesamt haben Sie zu der Hauptdebattenfrage ein sehr positives Ergebnis verkündet, 87%. Denken, dass sie sich klimaneutral verhalten werden können in Zukunft. Mal sehen, wie Sie von der Theorie zur Praxis kommen in der Diskussion. Vielen Dank.